Heute vor 108 Jahren fand das Seegefecht bei den Falklandinseln zwischen dem deutschen Ostasiengeschwader unter Vizeadmiral Maximilian Reichsgraf von Spee und einem britischen Schlachtkreuzergeschwader unter Vice Admiral Sir Dufton Sturdy sowie einem Kreuzergeschwader unter Rear Admiral Archibald Stoddart statt. Es endete mit der Versenkung der beiden deutschen Panzerkreuzer SMS Scharnhorst und SMS Gneisenau durch HMS Invincible und HMS Inflexible. Die Kleinkreuzer Nürnberg und Leipzig fielen den britischen Kreuzern Kent, Cornwall und Glasgow zum Opfer. Der kleine Kreuzer Dresden konnte entkommen. Die deutschen Verluste betrugen insgesamt etwa 2200 Mann, unter ihnen Vizeadmiral von Spee, der auf Scharnhorst fiel. Auch die beiden Söhne des Grafen fielen als Offiziere an Bord der Nürnberg bzw. Gneisenau. Die Briten verloren lediglich 10 Mann. Wir gedenken heute der Gefallenen und der Teilnehmer dieser Seeschlacht.